Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eierkochen Simulator 2023 auf meinem Kanal. Wir kochen gerade Eier, hartgekochte Eier, richtig geiler hartgekochte Eier, um zu überleben. Ich weiß, wir haben noch 30, aber desto mehr Eier, desto besser, ne? Deswegen hau ich jetzt mal von dem Start ein paar Eier. Kochen, ne? Eier kochen starten hier. Ne? Ja, also. Ja, ist schon. Ne? Kann man ja machen, ne? Also. Ist ja nichts Verwerfliches, ne? Ist halt ein Spiel. Hat da nichts zu sagen, ne? Jetzt haben wir 46 Eier. So. Ja, ich habe auch gespeichert und nachgeladen. Nach dem Laden habe ich nochmal geguckt beim Panzer. Ja, leider kann man die Sachen nicht irgendwie durch den Laden neu bekommen. Schade. Naja, sagen wir so, die Welt ist sowieso nicht groß genug, um genug Panzer hinzustellen und Häuser, die leer stehen. Aber dafür können wir jetzt erstmal hier wieder schlafen gehen. Bis, ja, 6:45 morgens. Okay, machen wir das mal. 12 Stunden Schlaf. Kasimir träumt wieder von Elektrizität und so ein Kram. Rechnung von Dorfvorsteher steigt in einem Tempo. Der Hauptschalter ist schon heiß gelaufen. Ein Knopfdruck und es ist so dunkel, dass man ohne Lampen nicht mehr ins Bett kommt. Ist auch, wenn man, ne, liegt. Da passiert genau das Gleiche. Und ja, neuer Tag, neuer Glück. Ja. Okay, hier ein Ei, Ramsch und schon ist der Magen voll. Eventuell noch Wasser schlürfen aus dem Brunnen, frischen Brunnen, lecker, lecker. Yep, genau. So, Schwein ist auch schon wieder schmuddelig. Komm, machen wir ein bisschen sauber. Dann geht es ihm auch wieder gut. Yes. So, was sagen denn die Karotten? Karotteli. Was sagen du? 4 Stunden. Karotteli, sage 4 Stunden, dann reif. 4 Stunden Karotteli reif. Okay. Also es macht nichts aus, wenn da Unkraut wächst. So ich das sehe. Jete. Man könnte jetzt schon aussehen, ne? Nee. Erst wenn die Spielstunden um sind. Vorher nicht. So, da haben wir bestimmt wieder frische Eier. Natürlich, die waren wieder frisch am Werk. Mr. Freeman. Frisch am Werk. Haben wir genug Eier? Ich mache jetzt mal die Eier hier hin. So. Ja, wie gesagt, ich würde gerne mehr Geld machen, aber es geht einfach nicht. Weil zu wenig Bäume nachwachsen. Zu langsam. Und zu wenig. Also. Wegwischen? Ja, mit deinem Po. Ist natürlich ein bisschen blöd, ja, die Karotteris, ja, ne, Karotteris. Ich drück mal kurz E. Nix. Hä? Da stand der E. Da ist nichts passiert. Hä? Okay, probieren wir später. Was könnte ich jetzt noch machen, um Geld zu machen? Ist ja bloß hier Erntekram. Das bedeutet, ich muss mehr Dingens tun hier. Ja, Holz geht nicht mehr. Sägen geht auch nicht mehr. Das ist vorbei.
kann ich gleich reinmachen, das Werkzeug. So. Ja. Zack. Zack. Ja. Es geht nur noch das hier. Haferkörner. Ja. Sozusagen das und das. Vier. Und dann kann man bloß nur noch hier Haferkörner machen. Das ist ein bisschen, ja, blöd. Und? Bienen? Kein Summ-Summ. Zurzeit gibt es nichts zu ernten. Ja, sehe ich auch. Ach, Mann, ey. Achso, die Sense noch. Die Sense. Ne, hier. Die Sense darf nicht fehlen. Sonst ich stehlen. Man muss hier wirklich richtig ranackern. Okay. Dann ackern wir mal ein bisschen ran, ne? Also, ja, hier, dort hier weg. Da hier auch weg. Nur aufpassen, dass wir nichts kaputt machen. Ja. Ach so. Kann ich, ja, kann ich. Wir gehen mal kurz zu Annas Hof. Weil da haben wir ja das alles her. Und dann noch sowas wie ein Insektenvernichter eben oder sowas. Irgendwie sowas. Gucken, was hat sie denn hier alles? Okay, Wunderspritze. Ja, Wunderspritze. Ja, genau. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Genau. Nein, natürlich nicht. Heidelbeeren, Maiskörner, Zuckerrüben, Himbeeren, Tabaksamen. Was soll ich mit Tabak? Ja, okay. Macht, wie ihr denkt, aber ohne mich. Ich nehme erstmal das, was ich habe und ernte damit ein bisschen rum. Also, das ist das Einzige, was man wirklich hier machen kann. Heißt ja nicht umsonst, ne? Farmers Life. Also, leben wir unseren Traum als Farmer. Weil hier, ne? Machen wir alles frei. So. Ja. Ist nur halt ein bisschen schwierig, alles freizuräumen. Natürlich blöd, dass man nicht mit Maus gedrückt halten kann, durchziehen kann. Wie immer. Ah. Es würde viel schneller gehen, wenn man gedrückt halten kann. So, sind sie jetzt schon reif? Kann ich jetzt schon? 2 Stunden noch. Oh. Wie kann man das so genau nehmen? Wie, es passt nichts mehr rein. Oh, ist voll. Ja, ich weiß auch gar nicht, wohin damit. Bestätigen. Okay, ja. So. Huch. Na. Na. Geht doch. So, 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 so. So, und dann noch das hier. Das kann doch gar nicht sein. Da, ich halt gedrückt, da passiert nichts. Ach, wie gemein. Sehr große Gemeinheit.
Ja, genau. Erinnere mich daran, dass es kaputtieren kann. Genau. 7%. Mein Gott, mecker doch nicht rum. 6%. Huch. Ich kann es ja nicht selber reparieren. Es geht nicht. 3%. Ja, ich höre schon auf. So, warte. Markt. Reparieren. Und das kostet sehr viel Geld. Ja, bitte einmal. Wo ist es? Hä? Repar. Ich soll es auch aus der Hand nehmen, ne? So. Reparieren. Einmal. Dankeschön. Reparieren. Dankeschön. Das geht nicht. Oh. Das kann er nicht reparieren. Das ist natürlich traurig. Das ist sehr traurig, mein Freund. Sehr traurig. Dass er nicht reparieren kann. Sehr traurig. Ich bin auch sehr traurig darüber. Das mit den... Ah. Dass es hier nicht schneller geht. Bin ich auch sehr traurig. Da 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 da. Ich sag's nur, das kann sehr lange dauern. Ziemlich lange dauern. So ganz und gar sehr lange dauern. Ah. Mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. Er macht und tut. Er ackert und ackert. Bis zum Umfallen. Okay. Dann gucken wir mal. Der nimmt sehr viele rein. Ah, zweimal, dreimal drei, ne? Wie das aussieht. Aha. Aha. Ah, aha. Ja, ja. Sieht gut aus. Ja. 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 Genau. Würde ich auch so tun. Genau so würde ich es auch machen. Genau so. Unbegreiflich. Und da soll was wachsen. Der steht bloß gepflügt. Hä? Hafer. Da steht gepflügt Hafer. 96 Stunden Hafer. Ach du Scheiße. Ah. Hafer, Hafer. Ah, okay. Naja. Wir werden sehen. 96 Stunden.
96 Stunden für der blöde Hafer. Echt jetzt? Ah. Wieso kann ich die Karre hier nicht benutzen? Ist der Schrat? Nein. Okay, okay, okay. Wie es aussieht, wird es hier langsam für mich schwierig, an Geld zu kommen. Es ist einfach nur... Ich verstehe es nicht. Bei der Karotten zeigt nicht mal an, ob er was er braucht. Oh, erntereif. Wow. Ich kriege auch Samen zurück. Oh. Na toll. Mir vorher zeigen können? Verrottet. Ach, verdammt. Naja, einige sind was geworden, andere wiederum nicht. Naja, was will man mehr, ne? Ja, einen Samen haben wir bekommen. Aber kann man die Karotten auch verkaufen? Und wenn ja, wie viel Geld gibt es für die Karotten jetzt? Ich hoffe, die lohnen sich. Okay, wir schauen mal. Hier. Nimmst du Karotten an? Wenn ja. Wow. Das lohnt sich ja gar nicht. Och Mann, ey. Das lohnt sich echt überhaupt nicht. Für 45 Karotten. Nee. Und hier? Die nimmt keine Karotten an. Oh. Oh, das lohnt sich ja gar nicht, diese blöden Karotten. Naja. Und die nimmt nur maximal 34 an. Oh. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ich habe hier keinen Platz. Ey, wozu gibt man sich überhaupt Mühe? Hier, gib mir dein Ding hier. Oder steht der hier irgendwo und... keine Ahnung. Oh, guck mal da rein. Ist da ein Tier? Nee, ist ein Büsch. Sah aus wie ein Tier. Ein Gebüsch aussah wie ein Tier. Nicht schlecht. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Das ist doch... oh Mann, ey. Das ist doch schäbig. Ja, wow. Essen tut... Ja. Essen lohnt sich auch nicht. Wir müssen viel mehr anpflanzen. Das geht so nicht. Da ist, ob die Hafer sich überhaupt lohnen. Da ist, ob überhaupt hier irgendwas sich lohnt anzusetzen. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Ich hab nicht im Flug, ich hab hier nichts habe ich hier. Ich hab gerade diesen komischen Garten hier mit so einem Strohhutkumpel und mühselig. Und Hafer dauert 96 Stunden. Echt jetzt? 96 Stunden.
Okay, ich dachte, wenn ich Leertaste gedrückt halte, passiert was. Aufspulen oder sonst irgendwas. Nö, ist nicht. Das ist, wie soll man hier zum Teufel noch an Geld kommen jetzt? Ich habe nur knapp 800 und geldtechnisch sieht schlecht aus. Erbsensamen. Lohnt sich da auch kaum. Naja. Einzige, was ich jetzt machen kann, ist gucken. Markt, brauche ich gar nicht gucken gehen. Aber ich gehe mal kurz zu seinen Höfchen. Mal gucken, was man da eigentlich alles kaufen kann. Steht er hier? Ja, der steht da. Ja. Hi. Was hast denn du hier alles zum Anbieten? Motor. Flug hast du hier. Aha, was mit dem Pferd ziehen kann, ne? Ja, 1400. Na, du bist ja lustig. Die Tischsäge, gepaart mit einem Motor, wird das zu einem mobilen Miniatursägewerk. Es verwandelt Baumstämme schnell und effizient in Bretter. Ich frage mich, ob ich die Zeit erleben werde, in der sie eine Säge erfinden, die automatisch Bäume fällt. Ah, okay. Haben sie ja schon. Naja, wie auch immer. Könnte man gebrauchen, aber ich habe zu wenig Bäume. So, Fahrrad. Ja. Viel Spaß damit. So, mal gucken, was sie hat. Achso, das war die Frau mit das Lierkram. Warum sollte ich sowas kaufen? Arbeitsplatz. Der Name scheint ein wenig hochtrabend, aber auf diesen einfachen Tisch können geschickte Hände Wunder schaffen. Okay, kein Wunder, aber Gegenstände von erträglicher Qualität. Aha. Ja, Zigaretten genauso, ne? Ja, ja. Und dann so teuer die Zigaretten. Andershof waren wir schon mal. Tore der LPG. Ich gehe mal zur LPG, weil da mehr gibt als hier. Genau. Und das Problem ist, teuer. Die Sachen sind hier tatsächlich teuer. So, Karotten. Naja, gut. Preise stiegen. Habe ich gemacht, habe ich verkauft. Aber mit denen kann man nur reden. Okay, wegen Rennen, bla bla bla. So, was hat er hier? Meer, Dreifachflug, Seemaschine, Dreschmaschine, Bagger, Motor, Feldhäcksler. Mann, bist du teuer hier. Oh, das gibt's doch nicht. Wie kann man nur so teuer sein? Die Ernte bringt doch eh nicht viel ein. Sieht man ja an der Karotten. So, mal schauen, was sie noch so hat. Ja, Butter, Eier, Äpfel, Karottis. Karottis. Schön, Karottis. Der verkauft hier bestimmt nur Tiere. Ja, nur Tiere. Was ist das hier überhaupt? Futtersau, Futterraufe. Diese Tiere müssen viel essen. Deshalb hat jemand so einen Holzapparat erfunden. Er funktioniert wirklich gut. Ja, aber kostet doch hier eine Menge. Gemähtes Gras. Kann ich dir gemähtes Gras anbieten? Ja, bitteschön. Kannst du weitermähen. Okay, Pferde sind auch nicht billig. Oh mein Gott. Bulle. Ja, hau mal ab mit deinem Bulle. Du Bulle. Okay, das ist alles seine Tiere. Und mehr ist er nicht. Okay, Äpfel hat er auch nicht.
Ist ja echt wenig hier anzubieten, ne? Echt wenig. Sehr echt wenig. Dann gehen wir wieder nach Hause. Echt sehr, sehr, sehr wenig. Gut, wir müssen ranklotzen. Egal wie, aber wir müssen hier richtig ranklotzen. Hafer ist okay, aber wir müssen hier richtig echt ranklotzen. Oh mein Gott. Wir müssen hier richtig, klotz. Hä? Okay. War ein bisschen ungerade. Sah auch ein bisschen komisch aus. Hallo? Ja, Problem ist der Flug, ne? Also wir müssen hier richtig ranklotzen. Das bedeutet, wir müssen hier richtig viel mit dieser eine blöde Hacke machen. Und dir mal geht die Hacke kaputt. Oder so langsam. Das ist nicht so geil. Müssen hier richtig ranklotzen. Oh mein Gott. Hey, möchtest du was zu trinken haben? Hast du Durst? Ja, der hat Durst. Mein Gott, der säuft ja mehr als eine Kuh. Ja, ich muss die Ernte machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Also. Man muss richtig ranklotzen. Ich glaube, das sollte ich lieber doch offscreen machen oder vorspulen jedes Mal. Aber das macht auch keinen Sinn. So viel Geld habe ich gar nicht, um jedes Mal die Hacke hier zu reparieren. Oh Mann. 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 Mal gucken, wie lange hält denn die Hacke überhaupt aus? 61% haben wir. Ja, die hält nicht viel aus. Ein Flug und ein Pferd. Das wäre jetzt mega. Das würde retten. Und dann noch ein Fahrrad und dann, ne? Die Kiste hier zum Ranhängen, da die Kiste Hänger mit Kiste, die das wäre jetzt noch richtig Hammer, aber so, ne, so kann ich jetzt nur noch täglich Produkte für die Tiere verkaufen, also Eier in dem Sinne, und davon kann ich auch nicht viel Geld machen, also höchstens bei LPG. So, ja, ich muss mal die Samen holen für Hafer. Oder warte mal, wir haben ja schon Hafer angesetzt, dann nehme ich die andere Seite erstmal da, wo ich jetzt neu gemacht habe, was anderes. Und zwar Weizenkörner. Müsste eigentlich auch gehen, ne? Weizenkörner? Ja. Gucken, wie lange die brauchen, die Weizenkörner. Auch 3x3, ne? Wie es aussieht. Oh, 3x3. 3x3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. So, 3 hier. 3 dort. Okay, habe ich jetzt alles ausgesicht? Weizen, 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 Weizen.
Okay. Auch 96 Stunden. So wie Hafer. Oh Mann. Warum dauert das alles so lange? Wie soll ich jetzt in der Zeit noch Geld machen? Ah, mit Schweini, das bringt mir eh nichts. Mit Geld. 17:41 haben wir. Okay, mehr kann ich jetzt nicht machen. Er ist natürlich blöd. Ich sag ja, das klaut Zeit. Und Zeit ist Geld. Ich weiß sonst nicht, wie ich jetzt nebenbei noch irgendwie was machen kann, außer die Eier abernten von den Hühnern. Habe ich, glaube ich, schon gemacht. Ich guck mal kurz. Ja, habe ich schon gemacht. Fressen haben die auch nicht mehr. Muss ich auch noch reinmachen. Mal gucken, wie viel habe ich noch. Warte mal, die Eier müssen wir mitnehmen zum Verkaufen. Aber wie es aussieht, haben wir auch kein Futter mehr für die Tiere. Oh oh. Die Eier nehme ich auch mit. Tierfutter? Nö. Sieht schlecht aus. Super. Ja, kein Tierfutter. Wir gehen mal zum Markt. Verkaufen die Eier. So viel wie es geht. Kaufen ein bisschen Futter. So. Dankeschön. So, und Tierfutter. Genau. Tierfutter. Hier. Genau, da brauchen wir ein bisschen. Da muss ich alles kaufen. Zack. Ein bisschen Tierfutter. Ab nach Hause. Futter reinmachen. Bei den Hühnern. Und dann, mal schauen, wie ich die anderen Eier loswerde. Erstmal das hier rein. Ja, 9-mal geht dann nur maximal rein. Okay, den Rest. Ach, hier habe ich ja noch Futter. Ups. Ah, egal. Nehmen wir mal kurz eine Tasche. Und dann packe ich die, die Säckchen hier rein. Ja. Da ist genug Platz. Mehr als genug. So, und dann reise ich mal zur LPG. Also direkt da rein, meine ich. Hier. Wird ein bisschen dauern. Ja, ich weiß, dann wird es dunkel. Bla, bla, bla. Bloß, bei denen hier. Nimmt der auch Eier an. Nimmt doch bestimmt Eier an, oder? Nee, dann nimmt keine Eier an. Okay, dann war das halt die Frau, hier drüben. Nimmt sie Eier an. Ich denke mal schon. Ja, die hat Eier. Also, ja, die nimmt Eier an. Super. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Geld durch Eier. Hat die gekochte Eier, böse nicht. Was soll ich damit? Hör auf zu heulen. So, ab zum Hof. Und dann machen wir es immer weiter so. Die Eier dann dorthin bringen, verkaufen. Dann kriegen wir auch mehr Geld. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja. Macht weitaus mehr Sinn. Und hier Ofen ist schon wieder aus, ne? Ja. Öfeli, 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 Öfeli. Hauen wir einfach mal alles rein, was geht. So. Ofen ist wieder am Start. Eier haben wir jetzt alle verkauft. Okay. Ja, verdorbenes Essen passiert. Mein Gott. So. Schlafen bis morgens um 9. Gute Nacht. Kasimir träumt schon wieder vom Winter. Kalten und windigen Winter. Der Alkohol, auch wenn er mit warmem Tee gemischt wird, hilft nur für einen Moment. Die einzige Hoffnung ist der Herd in der Küche, aber der Teufel selbst muss es hineingezogen haben. Oh, hört ihr das? Oh, ich höre Honig.
guten Hunger. So, dann sage ich mal an der Stelle, das war's dann erstmal für diese Folge. Wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Farmers Live auf meinem Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst, genauso viel Spaß hattest wie ich. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.